So, hi Leute, heute geht es um einen Verstärker für eine Aktivbox und der kracht und kracht und krachelt und kracht. Hört man vor allem in Standby, teilweise richtig laut. Jetzt, da haben wir die Endstufe, das geht hier zu der Platine. Und ich meine, dass es an der kleinen Platine liegt und die ist hier hinten mit Kleber zu. Und nachher werde ich die Platine mal auslöten. Das ist mit dem Kabel da angesteckt. Aber hier ist es gelötet. Und hier die Lötpunkte. Da werde ich die mal mit der Entlötsackpumpe ablöten. Die Platine mal rausnehmen, dann kann man es besser sehen. So, jetzt habe ich die Platine mal ausgelötet. Und der Klebstoff hier, da unten schaut er ja noch normal aus hier. Aber da sieht er aus, wie wenn der irgendwie angekokelt wäre da am IC. Ich glaube, der ist leitfähig geworden, der Klebstoff. Ich habe im Internet geschaut und die schreiben, der Klebstoff wird leitfähig und hier sieht es so aus, wie wenn der leitfähig geworden ist und da brückt. Ist nicht gut, nicht, dass was kaputt geht. Also will ich den Klebstoff da mal entfernen. Da sieht man auch den Klebstoff. Die Platine ist wohl eingeklebt worden da. Den Klebstoff hier werde ich auch mal entfernen. Ja, daher ging die auch so schwer raus, die Platine, weil die war hier noch eingeklebt. Da habe die Pins entlötet und da ging sie immer noch nicht raus, weil sie mit Klebstoff noch festklebte. So, dann mache ich den Klebstoff da mal ab. Ich habe den jetzt schon ein bisschen abgemacht hier. Ein bisschen abmachen. Und auf der Platine hier, da kann man sehen, der Klebstoff ist normalerweise so halb wie der. Und da beim IC hier, da ist er voll dunkel. Ich glaube, der Klebstoff leitet Strom, obwohl da nur so 15 Volt drauf sein sollten. Der Klebstoff leitet wohl Strom, weil er hier voll dunkel ist, fast wie verkohlt. Da ist er normal hell, aber da ist er voll dunkel. Tja, der Klebstoff, der vorher voll weich war, da ist er voll weich, der ist hier knochenhart und echt verdammt schwer zu entfernen, weil er hier total hart und spröde ist. Ich gebe mal mein Bestes und entferne da den Klebstoff noch und da den Klebstoff noch, dass die kleine Platine immer vom Klebstoff frei ist. So, jetzt habe ich den Klebstoff zum größten Teil hier ab. Jetzt werde ich die komplette Platine noch nachlöten, weil so gut gelötet ist es nicht. Also komplett gut nachlöten, da von dem Kabel den Rest noch ab und von der Hauptplatine den Rest vom Klebstoff noch ab und schön nachlöten. So, ich habe jetzt die ganze Platine nachgelötet und vom Klebstoff befreit, mal zwischen den Pins nochmal durchgefahren, alles nachgelötet, alles vom Klebstoff befreit, das Drähtchen hier wieder richtig angelötet, dann kann ich die wieder einbauen, erst die Hauptplatine noch vom Klebstoff, vom restlichen Klebstoff befreien und ein bisschen sauber machen, die auch noch ein bisschen sauber machen, dann wieder einbauen. So, von der Hauptplatine habe ich ihn jetzt auch weg. Ist mir verdammt schwer bei den Brücken und den kleinen SMD-Widerständen den Klebstoff darunter zu kriegen. Das ist echt ein bisschen Fietzelarbeit. Gut, dann kann ich die Platine da wieder einbauen, wieder einlöten an den 6 Pins. Also hier geht es von 1 bis 7, aber es sind nur 6, der 7. Pin fehlt. Okay. So, dann habe ich die wieder eingelötet. Diesmal ist die ohne Klebstoff, nur auf dem Akku ist noch Klebstoff, aber den kann man ein bisschen wegdrücken. Die Platine ist mit den 6 Pins etwas wackelig drauf. Vielleicht haben die deshalb, weil das ja durch den Bass vibriert, vielleicht haben die deshalb da so viel Klebstoff genommen. Ja, dass sie deshalb die Platine so eingeklebt haben. Und ich sitze mit den 6 Pins fest und mit dem Kabel geht die auf die Hauptverstärkerplatine. Da habe ich nichts geändert, da auch nichts, nur mal den Klebstoff von der Platine und von den Bauteilen hier runter, dass da nichts mehr brücken oder leiten kann. Den da darf ich wieder ein bisschen umbiegen, weil ich glaube, das Gehäuse geht da recht knapp vorbei. Die Leute, die das zusammenzubauen haben, die haben echt ein Problem, weil der Stecker da hinten angesteckt wird und hier das Kabel so kurz ist. Von da unten, das rot-schwarze so kurz ist, dass man da gerade noch mit dem Finger so ganz leicht reinlangen kann. Und bis man das angesteckt bekommt, das dauert. Und das andere Kabel darf ich noch zusammenstecken, das ist für die LED. Und dann mal testen.